keiner liebt mich! Und mir ist wieder die Angst gekommen, als ich gemerkt habe, dass sie sehr wohl Interesse an mir hat. Papa, wer ist da? Hier ist Hirsung. Was rufst du mich an? Du hast doch jetzt ein eigenes Leben. Brauchst du mich nicht anzurufen? Ich habe genug zu tun. Deine Augen sagen ja, ja. Drückst mich tiefer in dich. Oh, ha. In meinem Kopf nur yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Brr. Und ich führe ihn noch mal tiefer. Das hier ist besser als Shisha. Er ist ja richtig. Ich erwürg dich einfach zu Tode. Was ist das? Ah, mir egal, den Schmerz nehme ich auf mir. Du sollst verdammt nochmal sterben! Niki, Augen zu! Augen zu! Fuck, Mann! Komm, Niki, komm! Songhorn, geh mit ihm reden, ich glaube, er braucht's gerade. Wieso? Was? Er hat versucht, Niki zu erwürgen. Er hat was? Song. Warum weinst du? Hey, ich höre dir zu, okay? Ich bin da. Du kannst es mir erzählen. Weißt du überhaupt, was ich gerade eben versucht habe? Jungwon hat es mir erzählt. Also, dann geh doch zu Niki. Was bist du hier bei mir? Natürlich ist das nicht leicht für mich. Und ich unterstütze das hier auch nicht, auch wenn ich jetzt bei dir sitze. Nee. Willst du nicht mal kurz deine Eltern anrufen? Vielleicht fehlen sie dir. Sie. Komm, probier's. Papa. Wer ist da? Hier ist Hirsung. Was rufst du mich an? Du hast doch jetzt ein eigenes Leben. Brauchst du mir nicht anzurufen. Ich habe genug zu tun. Ich dachte nur... Was dachtest du, ha? Ist das immer noch nicht angekommen? Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht zur Familie gehörst, ha? Und du hörst nicht. Du rufst einfach wieder an, ja? Wir brauchen dich nicht und deine Probleme sind nicht unsere, klar? Wie scheiße war der denn? Wieso? Lass mich einfach. Meine ganze Familie hat keine Elemente. Und weißt du was? Ich war der Einzige, der so besonders war, der ein Element besessen hat. Aber für meine Familie bin ich die Pest. Sie haben mich nie zur Familie dazugehörig gesehen. Verstehst du? Meine beiden Eltern und Brüder sind genauso. Keiner liebt mich. Deswegen hasse ich auch Niki so. Mich triggert die ganze Scheiße. Wieso? Du beruhigst dich jetzt erstmal, okay? Songhorn. Niki, brauchst du was? Alles okay mit dir? Alles gut, alles gut. Sicher? Niki, du gehst jetzt zum Arzt. Ich kann nicht mehr sprechen. Niki, atme einmal aus und ein. Komm. Ich habe hier drin Schmerzen. Mir fehlt Luft. Oh, süß. Wir gehen jetzt zum Arzt. Komm. Bestraft Hirsung nicht? Das werden wir noch sehen. Niki, du entscheidest hier jetzt gar nichts. Ich will nicht, dass ihr Hirsung bestraft, Jay. Ich will jetzt nichts davon hören, Niki, bitte. Ich war beim Arzt und musste mehrmals einen Atemtest durchführen. Und dann hat er mir was in den Hals geschoben, wo ich voll husten musste. Aber dann ging's. Es war zwar noch was schwer, aber ich habe dann meine Stimme wiederbekommen. Irgendwas war da zusammengedrückt, weshalb es nicht möglich für mich war zu sprechen. Aber ich bin ihm nicht böse. Und wie war der Arztbesuch? Niki. Weißt du, wie sehr mir nicht egal ist, wie es dir geht, Niki? Hey.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mir geht's halt einfach auch richtig schlecht zurzeit. Ich bin ehrlich mit euch. Ich finde Niki wirklich unglaublich knuffig und anziehend. Aber ich habe einfach Angst, ihr nicht das geben zu können, was sie sich vorstellt. Ich bin nun mal kein Perfect Guy für Beziehungen, wisst ihr. Ich habe auch keinerlei Erfahrung mit jemandem gemacht, der kein Element besitzt. Ich weiß nicht, ob ich sie überwiegend beschützen muss oder nicht. Vielleicht nervt es sie sogar. Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch schon oft gesehen, dass sie sich sehr wohl wehren kann. Ich habe so viele Ängste in mir. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sie verdient einen richtig tollen Freund an ihrer Seite. Und in mir ist wieder die Angst gekommen, als ich gemerkt habe, dass sie sehr wohl Interesse an mir hat.